Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Final Fantasy World Folge. Wir sind immer noch in dieser wundervollen Bibliothek und müssen uns jetzt um die Vampire kümmern. Da unten ist ein Speicherpunkt. Ich werde natürlich gleich noch mit Cloud und Celeste sprechen. Aber ich möchte mich erstmal ganz kurz hier umgucken. Vielleicht gibt es hier doch nochmal eine Schatzkiste irgendwo bei den Regalen. Stopp, da stand was. Später wird man sie Dämonen nennen. Ihre Macht wird gewaltig sein. Zweifache Kraft gebündelt. Die Welt wird von diesem Duo erzittern. Werden ihre Taten letztendlich gut oder böse sein? Am Ende ihrer Ära sollen sie sich niederwerfen und zum Fundament des Friedens werden. Trügerische Schein oder berechtigte Hoffnung. I'll take you to the graveyard. Ja, ist ja gut, Cloud. Ich wollte doch nur mal gucken. Hench. If a mirage isn't shaped like a human, then it probably never was one. Attack away, guilt-free. Hm? Oh, stop staring. You can very clearly see that I'm human. Keepers, I wish you luck. Dankeschön. Oh, oh, Kiste, Kiste, Kiste. Tagebuch eines Mädchens, Nummer 6. Ich habe Papa gefragt, ob wir Mama irgendwie entlasten können, doch er lachte nur und meinte, wir sollen einfach wie bisher im Haushalt mithelfen, das genüge vollkommen. Aber ich will doch, dass Mama nicht mehr so viel arbeiten muss. Versteht er das denn nicht? Ein riesiges Buch. Und da steht leider gar nichts drin, ne? So, ich habe ganz kurz die Mirage ein bisschen verändert. Unser Team noch mal ein bisschen optimiert. In case it wasn't obvious, the town is still a big mess. I wish I could help you guys fight, but they need my help. Are you sure you'll be able to face the Prime on your own? I know we got off on the wrong foot, but I think you've seen by now we can handle ourselves. We got it covered. Yep. You just worry about the town. Will do. If things settle down, I'll come find you later. So, next stop, the train graveyard. You ready? Eisenbahnfriedhof. Here we are. Welcome to Vampire Land. Also, they don't live here alone. There are other things too. Be careful. Mache ich, danke schön. Wow! Just look at all these choo-choos! I'm definitely getting that graveyard vibe. It's like a ghost could pop out at any second. Oh my gosh, Lon! That is not funny at all! Die hat echt Angst vor Geistern. So, hier gibt's nichts. Dann geht's hier nach oben. Und wieder einen Job für Vivi. Wow, that's what I call a lift. Nothing can surprise us now, huh? Is that a ghost? Gotcha. Ist der gemein? Gotcha. Ja, super. Die haben wir noch nicht. Glaube ich. Zumindest. Analyse.
Australia! Verursache den Zustand konfus. Habe ich nicht, ich habe Tobsucht. Und Flair. Was machen wir? Ich hätte die kleinen Teufel gerne. Aber ich habe hier nur Hypnose. Habe ich irgendwas, was konfus macht? Elektroblitz, Leucht, Lokokraut. Okay. Natürlich verfehlt, ist ja klar. Warum auch nicht? Vier Stück habe ich noch. There. Ach, komm schon. Ja, gut, dann hat sich dann mit dem Kleinen hier gleich erledigt. Wow. Es hat funktioniert. Komm, lass dich einfangen. Jetzt haut der Penner auch noch ab. Geht's eigentlich noch? Seit wann können Miragen aus dem Kampf fliehen? Was ist denn das für ein Weichei? Want me to turn this into a lawn graveyard? No, thank you. Ich würde Rain nicht ärgern. Das ist echt schlecht für die Gesundheit. Kisten sehe ich jetzt nicht. Ja, doch, da. Hi, Super-Ether. Und ein Hinterhalt. Also die Dracula-Dinge haben wir auf jeden Fall. Aber ob wir die Weißen haben, weiß ich gar nicht. Hey, know what they call a locomotive with vampire fangs? I sense a bad the joke coming. Honestly, I'm more impressed he knows the word locomotive. A choo-choo train. Because it's got fangs. Fangs that chew. Oh mein Gott, war der schlecht. There's just no hope for us anymore. Hat jemand ein Kissen, damit ich weinen kann? Das war auch gut. Zwei Phoenix down. Choo-choo Fang. Das ist echt traurig. Also. Die gehen wenigstens ziemlich schnell kaputt. So, und weiter geht's. Kratos levelt fleißig.
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob da hinten links noch was war. Deswegen muss ich leider nochmal zurück. Ich möchte mir doch dann alles angucken. Genau, einmal hier hoch. Und da hätten wir noch eine Kiste. Mirastein Geschwindigkeit plus. Die sind neu, die haben wir noch nicht. Regina. Okay. Hab ich nicht. Anscheinend habe ich nichts dabei. Ah, doch, Heilquelle. Ein einziges Ding habe ich dabei. Das muss jetzt aber auch Gott sei Dank funktionieren. Jetzt hoffen wir mal, dass das Viech nicht abhaut. Und sich auch einfangen lässt. Ja, wir haben es. Super. Das war doch mal Glück. Eine einzige Heilquelle. Victory! Eine Mu-Art, die pausenlos an einem Schädel herumnagt. Man darf ihn wegen seines niedlichen Aussehens keinesfalls unterschätzen. Übrigens frisst der Schädelfresser die Schädel nicht, sondern beißt. Das war zu schnell. Schade. Nur das Muster hinein? Keine Ahnung. Hab's nicht gesehen. Ich glaube, der beißt da einfach nur rein. So, einmal hier nach unten und dann geht's weiter. Einmal nach oben, bitte. That startled me. Okay. Das sieht echt kompliziert aus. Hoffentlich übersehen wir hier nichts. Draco räumt für uns hier die Sachen aus dem Weg. Die sind auch neu. Sensenmann. Amnesie. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Gift, Amnesie, Vergesslichkeitsglöckchen. Ja, eingefangen, super. Jetzt heilen wir uns noch mal ein bisschen hoch. Haha, verfehlt. Und dann geht's weiter. Yeah! Good job! Level 40 für Vivi. Wie der Name schon sagt, wird er von allem für seine scharfe Sense gefürchtet. Doch auch seine Erdmagie ist sehr potent. Er trägt übrigens keine Maske, das ist sein normales Gesicht. Okay.
gruseliges Gesicht. Aber nette Lache. Eine Kiste hätten wir hier noch. Mit zwei Allheilmitteln. Na Gott sei Dank bin ich hier nochmal lang gegangen. Und dann geht's hier rüber. This train graveyard is a really the fascinating. Tama! What's the wrong? This is a rail yard, not a you know what yard, okay? Let's get our terminology straight. Nach oben erstmal. Ja. Jetzt wird Tama schon angeschrien. Nur weil er Geisterbahnhof gesagt hat. Ich muss noch mal zu Schokolade gehen. Um mich wieder ein bisschen einzudenken mit den Sachen, die ich nicht selber zaubern kann. Wir wurden blind gemacht, das heißt, wir sehen nichts und treffen deswegen nicht. Jedenfalls nicht immer. Aber wir können uns ja kurieren. Etche-betche. Haben wir noch einen? Lokokraut. Okay, probieren wir's. Nicht im Ernst. Wahnsinn, mit dem letzten hat's gut geklappt. Well, that ought to do it. Predictable. Schon sein Gesicht verrät, dass der Kobold nichts Gutes im Schilde führt. Manch einer mag sich jetzt mit Schrecken an die Fertigkeit Kung Fu zurückerinnern. Ach ja, die gute alte Zeit. Ja, Kung Fu ist nicht besonders toll, die Fähigkeit. Beziehungsweise, die ist so schon richtig gut, aber wenn du den Zustand drauf hast, dann ist es echt ätzend. Und ja, der grinst schon ziemlich bösartig. Ja, yes, the man. Eine Kiste. Zwei Phoenix down. Und hier knarzt immer irgendwo was im Hintergrund. Also es ist sehr still. Und dann kommen immer so komische Geräusche. Da, jetzt schon wieder. Ist schon ein bisschen gruselig hier gemacht. Ladies and Dummies first. Da hinten ist nochmal eine Schatzkiste. Vier Äther. Und jetzt geht's nur noch nach rechts, alles andere haben wir abgesucht. Ich denke, bis jetzt haben wir noch nichts verpasst, hoffe ich jedenfalls. Da hinten sind zwei Kisten. Da gehen wir jetzt auch zuerst hin, hier ist nichts. Okay. Oh Mann, wo muss ich denn hier überall hin? Da kann ich noch nicht hin, der will nämlich wieder von mir was haben und ich habe noch keinen
spezielles, keinen speziellen Gegenstand, den ich ihm geben kann. Dagegen sind sie resistent. Aber das hilft immer. Blitz hilft immer. Bei drei Vierteln von dem Typen hilft Blitz ganz toll. So, weiter geht's. Einmal hier nach oben. Da ist schon wieder eine Schatzkiste. Hier sind mehrere Schalter. Da ist nichts. Dann müssen wir ihn erstmal drücken. Und ab zur Schatzkiste. Ein Rotzahnrad. Und Lichtschildsamen plus. Und wir kriegen eine kleine Abkürzung wieder nach unten zu dem Wächter da unten, genau. Ich wollte Würfel sagen, eigentlich. Und Schattenmagie brauchen wir hier, um den großen einzufangen. Dann schmeißen wir einmal Dunkelung drauf. I've got this. Leider hat es noch keine Blindheit verursacht. Aber es kriegen wir hin. Ich will den nämlich haben. Jetzt ist er doch. Warum kriege ich den nicht? Ich habe ihn mit dem Schattenangriff angegriffen und wenn ich es nochmal mache, bist du tot. I've got this. Ich verwende Schattenattacken, habe ich gemacht, aber der Typ ist jetzt gleich tot. Ich hasse sowas, wenn ich was mache, was da steht und es dann nicht funktioniert. Level 38 für Klubschi. Schade, den Vampir will ich nämlich hier noch mitnehmen. Gimme, gimme. Rostzahnrad. Wiedersehen. Jetzt gehen wir zurück und holen uns die ganzen Schatzkisten noch. Da hinten sind die zwei. Right, let's do this. Here we go. Einmal Blitzker und auf Wiedersehen. Yeah. Good job. Vier Supertränke, drei Fläschchen Augentropfen. Und dann geht's weiter nach oben. Langsam müssten wir dann aber auch mal da sein, oder? Ist ziemlich groß, dieser Friedhof. Yeah.
Keine Ahnung. Ich mache Schattenangriffe und der Typ lässt sich trotzdem nicht einfangen. No trouble at all. Victory! Hier hinten ist nichts mehr, dann geht's weiter geradeaus. Irgendwo bewegt sich doch andauernd hier was hin und her. Das ist echt ein bisschen unheimlich. Ist auch keine Musik da, du hörst immer nur die Tapsen von Shadow. Und wie irgendwas immer hin und her geschoben wird. Links oder rechts lang? Die Sensenmänner haben wir ja auch schon. Not done yet. Der sieht einfach geil aus. Ist ein bisschen übertrieben, aber ich wollte es einfach mal zeigen. Der Zauber sieht echt gut aus. Shadow ist auf Level 36. Und hier hätten wir zwei Allheilmittel. It just hit me. Look how far up we are. That bat must really like high altitudes. Who? Me? The Prime, dummy. She said bat, not batty. Hier ist nix. Da geht's wieder weiter. Gott, ist das ja sehr eindeutig. Ja. Genau. Wir müssen jetzt mal so angreifen, weil wir nicht genug AP-Punkte haben. Ich habe aber jetzt eigentlich keine Lust, den Stapel umzustürzen und dann den nochmal versuchen einzufangen. Deswegen haue ich jetzt einfach drauf. Ich denke, wir sind noch ein bisschen auf dem Friedhof und vielleicht habe ich ja nachher Glück und kann den dann einfangen durch Zufall. Aber... so mache ich es jetzt einfach platt. 43 für Lahn. Looks like we've climbed up even higher. Yodelay! Yodelay the hee! Either that or we've sunk to a new low. Das ist doch witzig. Ich steche hier überhaupt nicht mehr durch. Drei Phoenix down. Okay.
Das Problem ist, ich bin jetzt die ganze Zeit nur nach oben gelaufen. Und habe mich nicht mehr umgeguckt, was links und rechts von mir ist. Und deswegen gehe ich nochmal zurück. Es tut mir sehr leid. Aber ich glaube nicht, dass ich hier nochmal hingehe. Und deswegen will ich einfach nochmal nachgucken. Das hatten wir gedrückt. Das war okay. Aber ich will doch nochmal ein bisschen genauer gucken. Wir sind jetzt immer rechts hochgegangen. Und links hier habe ich gar nicht geguckt. Da war jetzt nichts. Und zwar geht es hier nämlich noch runter. Nur mal ganz kurz gucken. Angenehmer wäre es natürlich, wenn jetzt keine Gegner auftauchen würden. Dann würde das alles ein bisschen schneller gehen. Und natürlich, wenn man trifft und nicht die ganze Zeit verfehlt. Rain, was ist denn los? Ich kann leider nur normal angreifen. Unsere AP-Punkte sehen ein bisschen bescheiden aus. Komm schon. Na jetzt komm schon. Ja, perfekt, wenn du wenigstens auch verfehlst. Halt, sag mal, was ist denn los mit euch? Ich glaube, das dauert noch 5 Stunden, der Kampf hier. Die nippeln mir fast ab wegen so einem kleinen Gegner hier. Simon steigt auch bald wieder. Und hier ist noch eine Kiste. Mit 3 Phönixfedern. Siehst du, das hätten wir jetzt verpasst. Das wäre gar nicht gegangen. Gut, es war jetzt nicht der super coole Shit, aber jetzt haben wir es halt. Dann kann sich keiner beschweren, dass ich hier nicht gründlich gucken würde. So, noch einmal müssen wir. Dann geht's wieder eine Etage tiefer. Rüber. Und jetzt wieder runter. Was, runter oder hoch? Ich glaube, es war runter. Ja. Und da hinten sehen wir schon den Speicherkristall. Hier ist nix. Da drüben ist eine Kiste. Da oben ist eine Kiste. Komme ich aber so nicht lang. Da komme ich irgendwie nicht lang, keine Ahnung. Hm. Seltsam. Komisch. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Speicherpunkt. Dann speichere ich ab und dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!